Ich bin hier beim ASUS Z370 Launch Event und neben mir steht Roman Hartung, weltanerkannter Overclocker, und der erzählt uns mal, was man mit Coffee Lake so alles machen kann. Ja, hi, also wir haben hier eine Z370 Plattform, wie du schon gesagt hast, zusammen mit dem 8700K. Und wir demonstrieren hier heute, was man quasi so maximal erwarten kann von einem guten Coffee Lake, wenn er geköpft ist. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, sonst sind die Temperaturen nicht so geil. Und die CPU läuft jetzt bei uns bei 5,2 GHz auf allen Kernen, allen Threads. Das ist Prime Stable? Das ist tatsächlich Prime Stable. Also ich habe es gestern mal 2 Stunden laufen lassen mit Small FFTs, wo dann eben die Leistungsaufnahme sehr hoch ist und auch die Temperatur. Die CPU macht auch 5,3 Cinebench problemlos, aber bei Prime ist so nach 15, 20 Minuten meistens Schluss, wenn man sich 1,4 Volt als Limit setzt. Man kann natürlich rein theoretisch auch höher gehen, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren möchte, dass eben das Risiko dadurch zunimmt. Aber ich persönlich sage immer so, für Kaby Lake, Coffee Lake sollte das Limit bei 1,4 Volt Kernspannung sein. Wenn man da drunter bleibt, ist es echt safe. So, wir sind jetzt näher am System und ich möchte einfach noch so ein bisschen mehr über das Maximus 10 Apex erklären und was ihr so von Coffee Lake aus meiner Sicht erwarten könnt. Also wie bereits gesagt, wir haben ja eine CPU, die läuft bei 5,2 geköpft. Ungeköpft könnt ihr ca. 4,8 bis 5,1 erwarten, je nachdem wie gut die CPU ist. Also eine sehr, sehr gute CPU, ungeköpft mit Wasserkühlung, kann vielleicht auch 5,1 machen. Möchte ich nicht ausschließen, aber geköpft laufen die CPUs enorm viel besser. Habt ihr ca. 20 Grad Unterschied zwischen der normalen Wärmeleitpaste und Flüssigmetall. Und wir haben jetzt eben hier das Maximus 10 Apex, was eben für Overclocking gedacht ist. Das ist ein Board, das hat nur 2 RAM-Slots, was in der Regel aber auch ausreicht, weil für Gaming, man kriegt da trotzdem 32 GB drauf mit eben High-Density-Regeln. Ihr seht auch, wir haben hier das DIMM.2-Modul drauf. Da haben wir in dem Fall jetzt 269 Pro. Das DIMM.2-Modul ist an der PCH angebunden. Das heißt, man kann rein theoretisch auch RAID darüber machen. Und das Apex zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eben getrimmt ist auf maximale Leistung. Das heißt, ihr habt im BIOS zusätzliche BIOS-Profile, die bei den anderen Boards nicht vorhanden sind. Das fängt an bei CPU-Profilen, wo man 24/7-Profile hat für 5 GHz. Dann gibt es enorm viele RAM-Profile. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, vor allem G-Skill-RAM, da kann man das immer sehr, sehr sicher sagen, weil die verwenden nur Samsung-ICs. Wenn da Samsung-ICs drauf sind, da gibt es Profile, die gehen bis zu 4133 C12, was wirklich enorm ist. Normalerweise ist es auch ein 4133er Kit, aber es läuft mit C19 normalerweise und C12 ist natürlich schon ein enormer Schritt nach oben. Geht natürlich auch nur mit sehr, sehr viel mehr Spannung. Das heißt, wir reden hier von ca. 2 Volt auf den RAM-Riegeln. Ist viel. Für den Alltagsgebrauch eigentlich nicht zu empfehlen, aber wer es mal ausprobieren will für Benchen, der kann das gerne machen. Dafür ist eben das Apex gedacht. Wir sehen jetzt hier einen Run von Cinebench R15, das heißt, wir haben hier den Multicore-Run gemacht bei 5,2 und haben hier 1733 Punkte, was schon sehr, sehr, sehr viel ist. Und vor allem Single-Core ist sehr beeindruckend, also wir haben hier 228. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche, ein 7980 XE, der kommt auf so 200, wenn er übertaktet ist, und mit Flüssigstickstoff hatten wir da 200, glaube ich, 37, also der ist mit Wasser. Single-Core-Leistung schon so hoch wie ein 7980 XE mit Flüssigstickstoff. Was wichtig ist, das System läuft, wie gesagt, bei 4133 MHz auf dem RAM C19 und dann gibt es hier eben noch quasi die Cache-Frequenz für den CPU-Cache und der läuft hier bei 4,4. Das heißt, der Cache ist auch übertaktet, das hilft auch sehr, sehr viel in der Single-Core-Leistung. Also wenn ihr übertaktet, dann empfehle ich das auch absolut, dann hebt auch die Cache-Frequenz an, so hoch es geht. Das ist jetzt hier absolut safe, also 4,4, das sollte bei fast jeder CPU funktionieren. Es gibt aber auch CPUs, die gehen locker auf 4,6, 4,7, 4,8 und da könnt ihr teilweise 5 bis 10% nochmal mehr Leistung rausholen, verglichen mit nur reinem CPU-OC, also das nicht vernachlässigen, sondern auch noch machen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins BIOS und schauen uns nochmal ein paar BIOS-Optionen an. Wir gehen jetzt mal kurz durch die BIOS-Optionen, wie ich es eben eingestellt habe für das 5,2er-Profil. Ich muss jetzt aber auch sagen, das ist jetzt nicht wirklich heftig gut ausgelotet. Mit der CPU-Spannung kann man auf jeden Fall noch runtergehen, aber das ist jetzt quasi ein Safe-Profil, das ich zum Testen meistens verwende. Das heißt, erstmal XMP geladen, 4133er XMP, BCLK auf 100 fixiert. Dann gibt es hier das nette AVX Instruction Core Ratio Negative Offset. Das bedeutet, wenn ihr
ein Programm habt, das AVX verwendet, wie Intel XTU oder gewisse Prime 95 Versionen zum Beispiel, dann taktet sich die CPU eben um den Wert von 3 runter, beziehungsweise ergibt zusammen mit dem BCK 300 MHz. Denn die CPU ist hier in dem Profil auf 5,2 getaktet, was man hier sieht. Das ist für AVX-Anwendungen einfach zu viel, da wird die CPU auch zu warm und vor allem instabil. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das hier oben setzt. Hier ganz wichtig, CPU Current Capability. Das ist, wie viel Strom sich die CPU quasi ziehen darf, ohne dass die OCP eingeschaltet wird. Also wenn man das hier auf 100 lässt, dann kommt es sehr schnell dazu, wenn man übertaktet, dass sich das Mainboard unter Last einfach ausschaltet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das hier setzt auf 140 und Loadline kann man auf Level 5 oder vielleicht auch Level 4 schalten. Das ist einfach eine Funktion, dass die CPU-Spannung unter Last stabil bleibt. Dann gibt es hier noch CPU Core Cache Current Limit Max. Das ist einfach nur eine weitere Stromlimitierung, die komplett aufs Maximum geschalten. Also hier kann man einfach eingeben, was man will. Und dann kommt man auf 255,5. Hier gibt es die Cache Ratio, das ist, was ich vorhin gesagt habe. Die ist in der Regel, glaube ich, bei 40 und die kann man auf 44, 45, 46 stellen für 24/7 Overclocking. Da kann man noch was rausholen. Danke für diese Informationen. Einleitung haben wir jetzt erzählt, die Dinger, das Ganze klappt nur, wenn die Dinger geköpft sind. Das heißt, wenn wir keine Kühlprobleme haben. Nun ist nicht jeder bereit, eine nagelneue, man weiß noch nicht so genau, ich schätze mal 350, 400 Euro CPU mal eben in den Schraubstock zu spannen. Was kannst du solchen Leuten noch als Tipp geben? Also das Risiko mit meinem Köpftool ist natürlich relativ gering, wenn man das selber machen möchte. Ich kann das schon empfehlen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man da trotzdem Angst vor hat, vor allem, weil ja auch die Garantie flöten geht dadurch. Dafür sind wir aber gerne bereit, das zu übernehmen. Also bei Case King wird es Coffee Lake CPUs geköpft zum Kaufen geben. Erstmal nur normale geköpfte und letztendlich auch geköpfte und vorgetestete. Die sind dann mit Flüssigmetall ausgestattet, wieder verklebt und haben eben unsere Garantie. Das heißt, innerhalb von 2 Jahren decken wir alles ab. Wenn die CPU irgendein Problem hat, schickt ihr die zu uns zurück und dann tauschen wir die aus. Klingt nach einer runden Sache. Danke dafür.